Auf der indonesischen Insel Sumatra sind bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde werden zahlreiche Menschen noch vermisst. Hunderte Häuser seien zudem zerstört worden. Am Mittwoch hatten starke Regenfälle eingesetzt und die Naturkatastrophe in mehreren Bezirken im Norden und Westen der Insel ausgelöst. Wie die Behörden mitteilten, haben sich unterdessen Suchmannschaften und Rettungskräfte auf den Weg in die zum Teil schwer zugänglichen Gebiete gemacht.